Hallihallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Most Wanted. Wir machen hier noch ein paar Feinheiten. Ja, hau mal rein, Martin. Also, ja, Martin spielt das jetzt erstmal für euch. Hallo. Ja, druck einfach A, passt schon. Bei mir ist alles perfekt eingestellt. Eklar. Jo. Und es loadet. Und es lade, und es lade, und es lade. Die meisten wissen sicher, dass schon mal an Need for Speed Most Wanted gegeben hat. Allerdings ist es schon ein paar Jährchen raus. Ja. Ich glaube 2006. Aha. Echt noch viel länger her. Wirklich? Ja, da haben wir nur mit 300 MHz gearbeitet. Wir haben auf 300 MHz rechnen gespielt. Das ist jetzt ein ganz neues Need for Speed, was genau den gleichen Namen hat. Need for Speed Most Wanted. Allerdings ist es von den Burnout-Machern und dementsprechend hat es mit dem Alten eigentlich nichts mehr zu tun, sondern ist eben was anderes. Komplett was anderes. Grafisch ist es nett, die Autos finde ich allerdings etwas unrealistisch. Aber es ist Burnout, also erwartet euch nicht zu viel, wie ihr oben rechts seht, ein Criterion Game. Kein Thema, ich finde die Burnout-Spiele absolut geil. Allerdings Paradise fand ich scheiße. Das war für mich kein Burnout mehr. Und ich will Need for Speed haben und kein Burnout. Die Angst, die ich nämlich habe, ist, dass es Burnout ist mit echten Autos. Was nichts Schlechtes ist, aber es ist halt kein Need for Speed. Und wie die meisten wissen, sind wir in den letzten Need for Speed jetzt nicht unbedingt so gut abgeschnitten bei den ganzen Tests. Ich fand auch ehrlich gesagt alle scheiße und der Run ging mir tierisch. Ja. Ja, die waren wirklich also sehr schnell zum Durchspielen. Und man konnte manchmal Kurven schneiden, manchmal wurde man respawned dafür, was ich total affig fand. In der Stadt sind einige der heißesten je gebauten Wagen verteilt. Also das Beste war es nicht, The Run. Aber mal schauen, was der jetzt verspricht. Gott sei Dank keine Story mehr. Folge der Martin. Das Oh. Erstmal frontal in der Kurve gegen die Wand gefahren. Der Stern ist jetzt mal selber wie immer. Ist es mehr arcadig oder ist es mehr. Sprich, quasi ist es wieder. Okay, es wird sich wieder Burnout von dir. Bremst, du darfst ja vom Gas oder nur bremst ganz kurz anrufen. Bremse wohl. Da sie immer ist. Ja, fertig mit dem Burnout. Ich hab's geführt. Ja. Ach, nö. Es ging mit Burnout auch Bremse an. Ja, Burnout mit echt. Ach, nö. Warum macht ihr sowas, Leute? Alle haben sich auch von Need for Speed gefreut, wo man tunen kann und fette Action ist und jetzt nichts mit tunen. Man kann jetzt einfach im Fahren Autos wechseln. Nur ist es nicht so cool gemacht wie bei San Francisco. Ja. Bei Driver San Francisco war es wenigstens lustig gemacht. Zielpunkt festlegen. Jetzt wollte ich schon wieder sagen, GPS, nächstes Ziel, aber das wird nicht funktionieren. Durch ordentlich Gas. Wäre der erste Gegner. Hab keiner gehört.
genau wie Burnout. Ganz genau wie Burnout. Also ich bin gerade dagegen gefahren und mein Auto hat total gecrashed. Das ist eine kleine Sequenz gekommen. Ganz genau wie bei Burnout. Gewinne sie in Rennen oder indem du durch Reklametafeln springst, an Radarkameras vorbeirast, Sicherheitstore zerstörst oder den Cops entkommst. Autolog speichert jeden gesammelten Speedpoint. Je mehr du sammelst, desto eher forderst du die Most Wanted Fahrer heraus und dominierst deine Freunde. Okay. Wie kommst du voran? Easy Drive hilft dir dabei, alle Challenges in der Stadt zu finden. Was als nächstes passiert, entscheidest du. Okay, wir kommen mit dem Porsche. Oh, das ist cool. Ja, ich würde machen wir einen normalen Punktkurs. Dass der Heckspoiler nur so hoch und raus geht. Und dem Gas geht. Oh. Ich hab dafür so einen Moment. Ich finde es ehrlich gesagt. Auf einer Seite ist es cool, dass du die Autos hier hast, aber irgendwie musst du dir nichts erarbeiten, was total langweilig ist. Wieder fahren mit der Scheißkiste. Na klar, das Auto brennt und die kommen weiter. Burnout Dominator, weil du
Fans direkt sparen, aber. Sogar noch mal weiterfahren, du musst kurz stehen bleiben, weil du total behindert bist. Warum hast du neben ein Schadensmodell? Okay, was war in der Karte? Da kriegt meine Freunde jetzt mit Ärger. Das kann ich nicht. Ich bin jetzt Burnout, ich freue mich mehr darüber. Ich würde mich verarschen, ich habe 30 im Baum gefahren. Ich glaube, das werden wir ein bisschen kürzen. Da ist es in der Luft. Ja, es dürfte über Grafikfehler sein. Geil. Oh, schön Grafikfehler hier. Ah, das haben wir gelandet. Alter, Mann. Spiel ist komplett fertig, wie ihr seht. Fake down. Ja, so ein Zufall, ne? Dass es jetzt bei Nico Spiel angeht. Haben wir eigentlich in der Kevin und Nico mit uns? Ne? Nico muss da drauf werden. Ich bin mal so da und guck schnell. Mein Ausgang hat man. Diese Karosserie-Shops gab es da 1 zu 1 im Burnout, wo du durchfahren konntest, um deine Karre zu reparieren, wenn sie fast down war. Wie ist mehr? Ein schlechtes Paradise. Also Paradise mit echten Autos. Ja. Ich hatte mir ein schönes altes Mofante da hoch. Oh, da bin ich ein bisschen schade wieder. Aber wirklich hübsch ist das nicht. Wir haben ja Sportzeit gespielt, das sah einige schicker aus. Natürlich für alle, die keine Xbox haben, ist. Schlecht. Ja, wenn wir die Xbox haben, spielen wir sofort zur Horizon. Wir werden das gehen. Alles klar, nehmen wir das Rügel. Da warst du Rügel. Ja. Ja. Das war das Modifikation. Man kann das unterwegs machen? Müssen wir. Danke. Nein, in der Stadt. Mit dem Falsch hast du das. Okay, dann. Modifikation? Verarsch mich.
Karosserie. Verarsch mich. Gar nicht unterwegs war, sondern da rennen wir. Dann ist doch der Spielspaß. Du musst über keine Herausforderung. Ja, auf der Straße zu bleiben und die Strecke zu fahren, wie wir gesehen haben. Und vor allem, was wir gleich mit mega Autos sind, sind geschossen. Du musst unbedingt stärker sein wie der Autorin. Ja, das muss ich auch machen. Ja, ich bin echt stärker. Ja, das ist ein Fehler. Das ist zwar erkältet, aber nicht so wie das hier. Die Autos fangen uns alle sehr an. Dann ist sehr schnell wieder die Unicops. Das liegt da mal nicht gut fahren. Du bist trotzdem gut gefahren, oder? Naja, wir haben noch 10, 15 Minuten, wenn wir die ganze Strecke jetzt. Das war teilweise nur lustig. Ja. Ich muss sagen, das früher Spiel auch mal sehr gut gefahren. Achso, ja. Wenn ihr Geld sparen wollt, kauft euch das alte Mythos-Spiel. Habt ihr mehr von auf der Idee? Das klingt jetzt unfassbar negativ, aber grafisch sehen wir immer die Takedowns richtig hübsch aus. Was wird jetzt hier ein paar Beulen gebaut, aber das macht Forza 4, das normale Forza 4 sogar besser. Das Ganze noch nicht an. Ausgeklärt. Ja, schau mal, die achten im Hintergrund. Du hast ja sowieso eine Art Ding mit Spielfahrzeug. Ja, das ist ein bisschen geil. Ich sage nichts dazu, weil das Spiel zum Beispiel fast maßlos. Also, ich will nicht einmal als Grund fertig spielen. Durchziehen, zumindest 30 Minuten. Ich glaube, das Team noch. Ja, dann lass mich wieder rein. Ja, dann bin ich zu dir. Ja, wir spielen das mal. Dass er das nicht sein muss. Hey, ja. So? Wenn er hinter mir ist. Ist also egal, du schubst ihn vor dir. Schubst irgendwen. Komm her. Genau so schaltet eine andere auf. Auf jeden. Ja. Der ist im Spiel nicht online. Ich hoffe schon online. Wir müssen gleich am Patch laden. Ach komm! Ich starte lieber gleich nochmal.
Aber man holt eigentlich ganz schnell wieder auf. Souverän geschafft. Souverän beim zweiten Mal. Beim Aufschlag, nachdem du gestanden bist, war es ein Crash. Hey. Das machen wir natürlich. Schaut ein bisschen älter aus. Der macht wenigstens schon ein bisschen Zeit. Was war's? Was hat ihr? Mir ist egal. Nehmen wir. Musst du wieder aktivieren? Komm mal zum zweiten. Ja, und dann machen wir das dann. Gut, ist aber mittel. Egal. Alter, mach das weg! Diese Drive im Arsch! Die Hände, der Kaufen. Ich glaube, das machen wir etwas. Was ist denn noch? Ich bin noch so nicht. Ich bin noch ein bisschen. Fertig sogar mit dem Burnout. Von der Steuerung her. Aber selbst für Burnout ist man nicht so schnell gecrashed worden. Aber für Carry ist es so, dass es nicht mehr weg war. Wobei im Carry da stimmt, ist, hast du einmal, glaube ich, auch kommen können. Das sind immer so ein paar Crashes. Das ist der Basis.
der Blues Duel. Das macht das Spiel noch besser, leider. Alle Soundtracks. Die Umgebung ist sehr matschig, sehr hässlich. Sehr wenig geteilt. Die Häuser sehen alle gleich aus. Ja, das Dumme ist halt, dass wir vor knapp 7 Tagen, nicht mehr 7 Tagen, erst Forza gespielt haben, Forza Horizon. Das war echt gut. Tausendmal geiler war es, ja. Dieser Carbon ist noch einigermaßen für mich gegangen. Carbon ist noch okay gewesen. Hot Pursuit mit beiden Augen zudrücken, ob man das akzeptieren können, aber ansonsten. Dann ist es schon, glaube ich, ein Durant. Na, Schiffteile waren noch dazwischen. Ah ja, genau. Gegen Papa, das ist nicht gut. Also, du kommst an den Arm und kein Daumen. Das ist schon das einzige Gute in der Run war richtig die Grafik. Die Crossbat Engine ist geil. Aber ansonsten war ich gut. Allerdings. Diese Wasser sind tropfen, sehen zwar nett aus, oder? Das war ein Takedown, ich hab den gestreicht. Und du lachst, ich bin nicht so lachen. Der Burner musst du voll reinhalten. Und bei dem du brauchst nur noch streichen. Das ist dann brutal gewesen. Ja, der Streifen ist dann auch dürfen. Ja, da muss er auch schon Arterie treffen. Du machst den Streifen. Aua! Und das war... Also wahrscheinlich mehr als Aua. Ja, wir werden 3/4 Stunde machen, ganz normal. Wie ich meine Kämpfe, die ich auch schon gemacht habe. Bevor ich mich auf der Stunde gewechselt habe. Wie habe ich den nun jetzt bitte geteilt da unten? Ich will es gar nicht wissen. Takedown! Das wäre... Das war jetzt kein Takedown. Ja, den habe ich zu fest getroffen. Ach man, Leute, Leute. War der nicht motiviert, wie er die Spiele gemacht hat? Na, wir machen da Burnout. Nur ein Burnout-Tag. Scheiß auf gut, dass du aufhörst zu arbeiten. Burnout ist verhandelt. Schlechtes Burnout. Da scheiße ich auf Lizenzen. Ganz ehrlich. Da fucking scheiße ich drauf auf die Lizenzen. Knapper Sieg. Wenn ich vernünftiges Spiel kriege. Also das hatte ich ja erstens aber bei Most Wanted, bei Medal of Honor gesagt. Dass ich keine Lust mehr über diesen Einheitsbereich scheiße zu spielen. Das kann schon mal machen. Nutze Nitro da hier nachher dran, was ich tue. Ich glaube, der ist schon drin. Der sah aber spektakulär aus, der Burnout. Der ist eigentlich weird.
Ich meine, die Grafik ist jetzt nicht schlecht, aber das Problem ist, es muss sich halt im Vergleich zu Forza gefahren lassen. Der Vergleich zu Forza fällt sehr gut aus. Komm! Jetzt bei Turbo ein. Ich habe ihn verloren. Lass uns die Suche in aber es sieht halt irgendwie dann alles doch wieder gleich aus. Selbst die zersprungene Glasscheibe sieht aus wie in so einem, schon nicht sagen, Film von zum Beispiel Corridor Digital, die Dinger selbst zerspringen lassen. Von PC, so sieht es hier aus. Das hat viel Realismus zu tun. Oder sieht bei dir so aus, wenn eine Scheibe zerspringt? Ja, Martin ist ziemlich stark geworden. Er hatte sich sehr gefreut auf den Titel. Eigentlich ja. Er wirkt extrem begeistert. Ach, er soll jetzt verrennen haben. Nee, ich hab keine. 209 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit soll es sein. Das muss man dann wieder kommen. Verdächtiger wieder gewartet. Brauchen Verstärkung, um ihn zu schützen. Wie soll ich gehen? Ja, nimmst du wohl. Könnte man gucken, das war zusammen. Und das war mit dir drauf. 3 Kilometer aus der Zeit. Achso, das brauche ich. Die Schulkies. Ja. Wow. Was war das denn? Ich weiß nicht, wieso sind die gut bei der SC? Stopp mich. Das haben sie Glück gemacht. Ah. Ah, das sind schon 4 Autos. Hör auf jetzt. Lass mich mehr den Weg. Hast du schon verkackt. So. Geschwindigkeit 245. Heißt, du musst permanent voll ausbauen. Wahrscheinlich. Hier ist er, ich bin an die Bahn. Okay, verstanden. Geh auf Code 3.
dass wir den aufbauen, dass wir den Jawoll! Na, wer hat gewonnen? Das ist nur nicht aus. Sicher? Jetzt musst du 225 schaffen. Was? Nee, 200 mal. Wie? Ich bin doch durchs Ziel gefahren. Fick dir, Gunnar. Fick dir. Du mir Rotze hier. Eigentlich war ich ja schon im Ziel, aber egal. Fangen wir die Karte. Wenn wir das waren, dann waren zu viele Befehle gleichzeitig. Kontakt, ich habe ihn getroffen. Kannst du auch fliegen und wechseln? Du kannst wahrscheinlich jetzt gar nicht fliegen, aber. Den kannst du hier wechseln. Was? Man kriegt einen Gamerscore Erfolg, wenn man erwischt wird. Das war's jetzt. Das war die schlimmste Strafe. Du hast einen Gamerscore Erfolg gekriegt, dass du irgendwie schau, mit dem schaffen wir die 200 locker. Oh, das ist scheiße Zucker. Ja. Ja, dann probier's nochmal. Zeit haben wir ja noch. Wir sind da vorne zu machen. Man kann direkt Rennen starten. Also man braucht gar nicht wie weit lang rumfahren. Aber irgendwie muss man die Zeit umschlagen. Ah, ich meine, das war nicht Spiel. Die Autos waren wieder in der Luft. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die aus dem Mist gekommen sind. Aber das ist so gut. Komisch, weiß ich, immer nie mit so einem Poker von anderen Poker. Thank you.
Der Vierter! Ach komm. Ich probier's noch einmal. Frei fahren, wie du willst, funktionieren ja gnadenlos schlechter. So wie Need for Speed jetzt immer dargestellt wurde in der Werbung, dass du überall hinfahren kannst, wo du willst und einfach fahren kannst, wie du magst. Wie du siehst, spielst du es nicht so ganz. Yay! Dann versuchen wir dieses komische Speedroll-Ding nochmal. Was? Ne, was auf der Fahrt hast du mit der Geschwindigkeit. Achso. Du hast genug Speedpoints, um einen Most Wanted-Fahrer herauszufordern. Finde und besiege ihn. Nimm dir seinen Wagen und sei einer der Most Wanted. So. Wie sieht das auf der Aufmerksamkeit? Wir können dann Alfa Romeo freischalten. Scheiß nochmal Alfa Romeo. Okay, das ist immer da. Ich werde nicht los. Warte mal. Okay. Es wirkt nicht ganz aus. Ja. Das geht doch nicht? Ja. Sonst kriege ich wieder Hater nach. Du kannst gar nicht so geil und still aus, Leute. Da muss ich mit dir. Das war. Ich bin gegen die Wand gefahren, klar, also normal. Das ganze Auto ist zerstört, deswegen. Das Auto ist echt gestört. Das ist verdammt. Thank you.
glaube, man kann das so rein direkt jumpen. Oh, er hat sogar Dreckspritzer abgegeben. Zwar total unrealistisch, aber er hat Dreck. Ja, Pagani gestanden. Wir sind jetzt schon 10. ohne dass wir gegen den Leon anrennen. Das muss man sagen, das sind wir so krank. Ich habe jetzt auch nicht so viel Spaß hier. Verpiss dich mal, Affe. Mir ist aufgefallen, es hat keinen Takedown gegeben. Obwohl ich ihn in die Wand geschossen habe. Selbst die Bullen fallen schnell aus. Das sollte eigentlich nicht so. Verpiss dich jetzt mal von meiner Seite hier. Ich meine, ich hab's satt. Ja, weg. What the fuck, ist er 90 Grad weg? Und Schritt nach. Ist er noch was falsch? Ich hab's satt. Quatsch. Ach, sehr schnell aus. Auf. Ja, nennen sie Gummiband-Effekt. Deswegen kannst du andere nicht abhängen, egal wie schnell du fährst. Ja, fallen heraus. Oh, ich bin ausgeschaltet wird. Ja, das ist auch.
das ist dann echt cool. Wenn wir wenigstens hier weiterfahren, wo wir kaputt gegangen sind. Dieses Scheißzeug. Eine nette Polizeiaktion mit dem Wagen. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat mir das Spiel total gut gefallen. Ich finde es total klasse, es macht voll Spaß. Nicht. ja, ich bin tierisch enttäuscht von dem Ding. Ich hätte mir viel mehr erwartet. Und sagen, ich hab's
Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist mit Burnout oder mit echten Autos so schlecht. Ja. Ausgenommen Paradise, weil Paradise war wirklich scheiße. Aber wie gesagt, das ist nur unsere Meinung. Natürlich, wer der totale Need for Speed Freak ist, sollte sich auf jeden Fall zulegen. Aber mein persönliches Fazit ist jetzt auch, dass eigentlich, ja, also du spielst die ganze Zeit mit riesen Autos und hast eigentlich kein kleines Auto, mit dem du es aufbauen kannst und so. Ja, wo du denkst, mit aufarbeiten kannst, sondern du bist einfach vor, so irgendwie für meinen Fall, das ist sehr lang. Das hat keinen Reiz, das Ganze. Genau. Das Problem. Und das zweite Problem, was wir heute haben, wir haben Fahrzeugspiel vor 4-5 Jahren. Der direkte Vergleich, den wollen wir nicht hören. Der fällt verheerend. Klickt euch einfach mal Forza rein, guckt euch da 20 Minuten an und guckt euch 20 Minuten hier an. Was glaubt ihr macht mehr Spaß? Was sieht besser aus? Und wo ist das Handling nicht wie bei einer fremden Mobile rückwärts fährt? Also ehrlich gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich höre jetzt auch. Ich wünsche euch viel Spaß.